Ich beginne also mit einer typischen Szene, wie Sie sie vielleicht im Unterricht Medizingeschichte schon mal gehört haben. Da gibt es viele Varianten auf Altarbildern und in alten Büchern. Eine klassische Szene, hier ein Aderlass, das ist aus dem Spätmittelalter. Das war die häufigst angewandte Therapie über gut 2000 Jahre. Das muss man sich immer wieder klar machen, bis ins 19. Jahrhundert. Der Aderlass, und es gibt unglaublich viele Darstellungen, Holzschnitte und so weiter zu diesem Thema. Und daran merken Sie schon, das Blut hatte natürlich eine zentrale Stellung in der Medizin. Aber was hat man nun daraus gemacht? Wir müssen uns immer wieder fragen, was konnten die damals wissen, was konnten sie sehen und wie haben sie sich die Vorgänge erklärt? Und da muss man einfach sagen, die Menschen damals, die Ärzte und die Gehilfen, hatten natürlich jetzt diese Schale mit Blut. Hier hatten sie vor sich stehen. Und was sahen sie? Eine ganz simple Frage zunächst mal, aber ich bin überzeugt, hier sind viele Hämatologen ja im Raum. Haben Sie schon mal ein Glas mit Blut gefüllt? Etwa so. Sie kennen es wahrscheinlich mehr unter Mikroskop oder Elektronenmikroskop oder was auch immer. Also so einen Versuch können Sie mal machen, vier verschiedene Patienten. Das ist Nativblut, also ohne Citratzusatz. Und Sie werden sehen, was eben auch die Alten sahen, nämlich das Blut ist nicht einheitlich, sondern es ist eine Mischung. Das ist eine entscheidende Entdeckung gewesen, nicht durchgängig rot, sondern wenn man das lange genug stehen lässt, gibt es verschiedene Schichten. Mal hier ist es mehr dunkel, aber hier ist auch was Gelbes. Hier sehen Sie dann ein ganz klares Serum schon oben drauf. Also da tut sich was. Und das ist dann im 20. Jahrhundert, 1920 etwa, auch systematisch angewandt worden. Das ist zwar jetzt heutzutage ein bisschen out, werden Sie wahrscheinlich auch nicht mehr gesehen haben. Zu meiner Zeit als Krankenpfleger war das meine tägliche Aufgabe, die Blutsenkungsreaktion. Hierbei wurde aber dann ein bisschen Citrat zugefügt, Sie kennen das. Und dann beobachtete man jeweils nach einer Stunde, nach zwei Stunden eben die Senkungsgeschwindigkeit. Und hier ist es nun ganz offensichtlich, es gibt verschiedene Bestandteile und verschiedene Farben im Blut, also hier das Serum, das Gelbe, und unten eine Blutsäule. Und je nach pathologischem Zustand oder auch nach Schwangerschaft gibt es da also gewaltige Unterschiede. Ganz besonders natürlich auch in der Onkologie oder bei Leukämien. Aber das werde ich im Einzelnen jetzt hier gar nicht weiter ausführen. Es geht mir mehr um das Phänomen, was sahen die Alten und was machten sie daraus? Ich habe hier mal aus einem Buch von dem Maxwell Winthrop, einem berühmten amerikanischen Hämatologen, dieses Bild genommen, auch zwei, einmal das Gesunde links und rechts von einem kranken Menschen. Und hier kann man mit ein wenig Fantasie vier verschiedene Farben erkennen, ganz dunkel unten, das sind also die desoxygenierten Erythrozyten ohne Sauerstoff, die sind fast schwarz, die setzen sich ab, dann kommt was Rotes, dann die große Menge hier oben, was Gelbes und eine weiße Schicht. Was lag nun näher, diese vier Schichten genau zu benennen und zu unterscheiden? Und da aus diesem Vierersystem erwuchs seit der Antike ein komplettes physiologisches Denkgebäude. Man könnte auch sagen, wie beim Computer, ein Betriebssystem vielleicht, ja? So wie wir ja auch schon mehrere kennengelernt haben in einem Lebenszeitalter. Hier gab es also eine Medizintheorie, die sogenannte Säftetheorie oder eben die Vier-Säfte-Lehre oder auch Humoralpathologie. Vielleicht haben Sie diese Begriffe schon gehört. Und um diese vier Bestandteile bildete sich ein komplettes, auch philosophisches System. Ich meine, die Mediziner waren ja sowieso sehr wenig praktisch tätig, das waren ja fast alles mehr Philosophen. Und da hat sich ein komplettes System drum entwickelt und das ging, wie Sie unschwer sehen, ging das also dann auch zum Teil in etwas mystische Dinge. Aber entscheidend ist die vier Säfte, die schwarze Galle, das ist also hier unten, das ist sozusagen der Bodensatz. Tatsächlich war das eine ziemliche Küchenphysiologie. Man glaubte tatsächlich, in der Leber würde etwas gekocht, wie auf dem Kochtopf, und dann setzt sich was Schwarzes ab, die schwarze Materie, Mellas,
Cholle, die schwarze Galle. Sie merken schon, da steckt das Wort Melancholie drin. Dann gab es die rote Galle, die gelbe Galle, hier. Dann das Blut, die eigentlich rote Substanz, und dieses Weiße hier, was ich hier absetzte, dem wurde also, dem Serum, wurde das Phlegma zugeordnet, und daraus erwuchs ja dann ein bisschen in die Psychologie auch die Charakterlehre, nicht? Die kennen den Sanguiniker, den Melancholiker, und besonders die schwarze Galle wurde also nun für viele Krankheiten verantwortlich gemacht. Und das Prinzip, was dahinter stand, ist eigentlich ganz simpel. Wenn das Blut eine Mischung ist und der gesunde Mensch eine gesunde Mischung hat, dann ist Krankheit eine falsche Mischung. Was lag also näher, als die Mischung zu beeinflussen? Und auch das finden wir schon seit der Antike. Hier zum Beispiel aus der Römerzeit Schröpfköpfe. Ich weiß nicht, ob Sie das irgendwo mal gesehen haben oder kennengelernt haben. Ein System, was durchaus heute in der Naturheilkunde noch Anwendung findet. Man versucht also durch Erhitzen dieser Gläser einen Sog zu schaffen. Es wird auf die Haut gepresst, dann entsteht ein Sog. Und wenn Sie das dann nach einer Zeit abnehmen, dann sehen Sie, aha, hier sind die Säfte verschoben worden. Es wird also knallrot. Und man versucht heute damit zum Beispiel auf Gelenke oder auch auf Sportkrankheiten, nicht, Ergüsse und so weiter, einzuwirken. Damals glaubte man also, aha, hier kann man also die krankmachende Substanz herausziehen und abschöpfen, sozusagen. Und der nächste Schritt war dann natürlich, dass man nicht nur hier vereinzelt einwirkte, sondern eben gleich komplett das ganze Blut anzapfte. Sie sehen hier zum Beispiel eine Szene mit Friedrich dem Großen. Und bevor er in die Schlacht zog, schnell eben einen Aderlass, das mögen vielleicht 100 Milliliter gewesen sein, bis hin zum halben Liter. Das war nun also wirklich die klassische Therapie für fast alle Sorten von Krankheiten. Leider auch, muss man sagen, sehr fatal, noch bis 1840 zum Beispiel bei Müttern im Kindbett, wenn die viel Blut verloren hatten, machte man trotzdem einen Aderlass. Und kein Mensch weiß, wie viele Mütter dadurch natürlich dann in den Tod geschickt wurden. Das ging tatsächlich in Paris bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts. Die häufigste Therapieform überhaupt. Natürlich vielfach auch begründet, aber das waren natürlich mehr oder weniger haltlose Theorien. Aber die Basis wird uns jetzt vielleicht doch etwas verständlicher. Der eigentliche Beginn der modernen Medizin, auch das haben Sie im Unterricht sicher schon gehört, war dann in der Mitte des 19. Jahrhunderts der Beginn der naturwissenschaftlichen Medizin. Zwei wesentliche Voraussetzungen waren dazu erforderlich. Einmal der Durchbruch der chemischen Untersuchungsmethoden. Also etwa erst seit Beginn des 19. Jahrhunderts, 1820, 1830, wissen wir zum Beispiel oder kennen wir den, was eigentlich das Blut rot macht, nämlich das Hämoglobin. Dazu musste man ja erstmal die roten Blutzellen zerstören, also künstlich eine Hämolyse herbeiführen mit chemischen Mitteln, einem Gift, damit sich das Blut auflöst. Und dann hatte man das Hämoglobin und dann wurde langsam im Ganzen bis zum Ende des 19. Jahrhunderts überhaupt erst der rote Blutfarbstoff erkannt. Und natürlich alle anderen Stoffe im Blut und im Serum genauso, Eiweißproben und Gallenfarbstoffe, all diese Dinge, die sind allesamt erst im 19. Jahrhundert sozusagen identifiziert und haben einen Namen bekommen. Vorher kannte man eben nur die verschiedenen Farben, entweder im Blut oder im Urin. Das war also das eine, die Entwicklung der modernen klinischen Chemie. Und dann musste natürlich hinzukommen die Verbesserung der mikroskopischen Technik. Es gab natürlich einzelne Forscher wie den Leeuwenhoek in Amsterdam, der schon im 17. Jahrhundert mit einer Linse operiert hat und auch schon mal angeblich ein Blutkörperchen gesehen hat. Aber jetzt erst im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts entstanden also bessere Mikroskope und vor allen Dingen das Prinzip der Ölimmersion, sodass nachvollziehbar wurde, wenn mehrere Forscher hintereinander das Gleiche untersuchten, dass sie auch das Gleiche sahen. Das ist etwa ein Mikroskop aus der Zeit um 1850 und das ist genau der Zeitpunkt, wo dann die sogenannte Zellularpathologie entstand, die ja mit dem Namen Rudolf Virchow verbunden ist. Er legte dann den
den Grundstein für die Zellularpathologie, die also die 2000-jährige Humoralpathologie ablöste. Er stellte das Prinzip auf, aus jede Zelle kommt aus einer einzigen Zelle. Also die verschiedenen Gewebe kann man unterscheiden, beschreiben, identifizieren und kann dann anhand der Gewebearten auch die Krankheiten eindeutig zuordnen. Nicht mehr so schwammige Beobachtungen wie vorher mit den Säften, Charakteren und vor allen Dingen mit Fieber und Hitze, das waren so die zentralen Begriffe in der Zeit vorher, sondern jetzt hatte man also auf mikroskopischer, zellulärer Ebene Erklärungsversuche für Krankheiten. Er beschrieb 1848 als erster die Leukämie, weiße Blutzellen, und das war schon eine große Leistung. Es musste allerdings noch etwas hinzukommen. Ich weiß nicht, ob Sie mal den Versuch gemacht haben, sich ein ungefärbtes Blutbild anzuschauen. Also so wie Rudolf Virchow, Blut auszustreichen und das Mikroskop zu legen. Dann werden Sie staunen. Sie werden nicht viel erkennen. Denn die weißen Blutzellen zum Beispiel, die sieht man ja gar nicht. Die roten sehen Sie, weil die rot sind. Aber die weißen kann man nur erahnen. Und oft sind es nur Bruchstücke. Also so etwa sah das aus zu Zeiten von Virchow. Und es musste also dann noch etwas hinzukommen, dass man die Zellen unterscheiden konnte. Und das war die kongeniale Erfindung von Paul Ehrlich, nämlich die Blutfärbung. Hier sehen Sie mal ein Bild, das ist jetzt schon etwas vorgegriffen, da ist er schon ein alter Mann. So um 1870, 75 experimentierte er also monatelang mit den Färbestoffen. Und ihm gelang es nun, oder er bemerkte, dass unterschiedliche weiße Blutzellen unterschiedlich Farbstoffe aufnehmen. Dass zum Beispiel einige mehr Eosin aufnehmen, ja, deswegen Eosinophilie, Sie kennen das, eosinophile Zellen, dann die basophilen Zellen und alles, was es gibt, allein aufgrund der unterschiedlichen Färbemethoden. Und das war natürlich eine Revolution. Sie können sich vorstellen, daraufhin fingen alle Pioniere und viele junge Leute an zu experimentieren, zu färben. Es kamen ständig neue Färbemethoden hinzu, neue Färbstoffe. Und jedes Jahr häuften sich also die Neuentdeckungen und Beschreibungen. Unglaublich, tausende von Arbeiten. Jeder sah was anderes. Es war ein großes Chaos. Aber am Ende des 19. Jahrhunderts hatte man wenigstens hier eine Grundlage gelegt, um also überhaupt das Blut unterscheiden zu können. Und aus dieser Zeit stammt hier eine typische Doktorarbeit, Beiträge zur vergleichenden Morphologie der Leukozyten. Das war das Thema der Zeit um 1897. Den hier, der Verfasser, war Hans Hirschfeld, ein Schüler von Paul Ehrlich. Und er machte seine Doktorarbeit bei Virchow persönlich. Nun musste natürlich, oder war die Aufgabe gestellt, und nun galt es, diese vielen, vielen Beobachtungen zu systematisieren, zusammenzutragen und zu diskutieren. Und da ist ein wichtiger Name zu nennen, Arthur Pappenheim. Er hat als erster versucht, hier nun das Ganze ein bisschen mal systematisch zu ordnen. Arthur Pappenheim, Sie kennen den Arthur-Pappenheim-Preis der DGHO, wird ja bis heute regelmäßig verliehen. Er starb dann 1916 sehr früh, aber Sie sehen hier, sein Werk wurde dann posthum noch herausgegeben, wiederum von Hans Hirschfeld. Das war sozusagen der erste Versuch, da nun ein System reinzubringen. Und dann entwickelte sich aus diesen vielen, vielen Forschern in Wien und in Paris und in Berlin nun eine Forscherclique, eine eigenständige Disziplin, die Hämatologie. Und dazu waren wie bei jeder Disziplin, wenn sie neu entsteht, bestimmte Schritte nötig, zum Beispiel eine Zeitschrift. Dann Diskussionsforen, wo man also zusammenkam. Und auch das können wir hier wunderschön nachvollziehen in der Hämatologie. 1904 gründete Pappenheim also die weltweit erste Fachzeitschrift für Hämatologie, Folia Hämatologica. Traditionsreiche Zeitschrift, leider ist sie mit dem Ende der DDR 1990 dann eingegangen. Aber das war nun wirklich für die internationale Forschung sozusagen ein Diskussionsforum. Und gleichzeitig sehen Sie auf diesem Bild den nächsten Schritt, nämlich die Einberufung eines Kongresses, um nun das Ganze zu diskutieren. Dieser erste Kongress
1914, weil er geplant auf September 1914, der ist leider nicht zustande gekommen, Sie wissen warum, im August 1914 kam der Erste Weltkrieg dazwischen, das hat also nicht stattgefunden, aber gleichzeitig hat Pappenheim in Berlin auch eine kleine Gesellschaft gegründet, die sogenannte Berliner Medizinische Gesellschaft 1908. Wir können sagen, das war eigentlich die erste hämatologische Fachgesellschaft in Deutschland. Die ist dann auch mit dem Ersten Weltkrieg eingegangen. Aber Sie sehen hier bereits so einen Kristallisationskern für das Fach Hämatologie. Der entscheidende Name hier wiederum auch beteiligt, nicht? Herr Hirschfeld Pappenheim. Sie sehen hier ein Bild von Hans Hirschfeld aus den 20er Jahren an der Charité in Berlin. Und der Zufall will es, dass Hirschfeld nicht an irgendeinem Krankenhaus tätig war, sondern an einem Krebsinstitut an der Charité. Und das ist etwas ganz Außergewöhnliches. Dieses war nämlich das erste Krebsforschungsinstitut im Deutschen Reich überhaupt, gegründet 1903 und entscheidend gegründet von einem Internisten. Das andere Krebsinstitut, was ein paar Jahre später in Heidelberg gegründet wurde, von Vincent Czerny, Czerny war ein Chirurg, war eben mehr chirurgisch ausgerichtet. Und hier in Berlin war das erste Institut, was nun auch ganz mit Internisten besetzt war, die nun versuchten, hier Klarheit zu schaffen, die Etiologie des Krebses. Und die fingen also an mit riesigen Statistiken und so weiter und natürlich dann therapeutische Mittel zu finden. Sämtliche Metalle und Gifte, die man sich nur denken kann, das war natürlich die ersten Jahrzehnte völlig erfolglos, müssen wir heute sagen. Aber es war das erste Krebsinstitut im Deutschen Reich und das bestand aus zwei klinischen Baracken sozusagen. Hier eine Männerbaracke, eine Frauenbaracke und dazwischen war ein Labor. Hierhinter erhebt sich heute der Hauptbahnhof von Berlin, also es ist ganz zentral gelegen. Hier arbeitete Hans Hirschfeld als Leiter der hämatologisch-histologischen Abteilung. Und er hatte durchaus großes Renommee. Sie sehen hier aus einer französischen Zeitschrift von 1929 einen Abriss, wo er als einer der großen Führer der Hämatologie bezeichnet wird. Der unbestrittene Meister der Hämatologie in Deutschland, der hatte dann schon mehrere Bücher rausgegeben, ein Lehrbuch der Hämatologie und die Pappenheim-Bände. Und dann finden sich unten auch, er arbeitete hier am Krebsinstitut an der Charité und hier taucht auch der Name des damaligen Direktors auf in den 20er Jahren, Ferdinand Blumenthal, der also dieses Krebsinstitut damals leitete. Muss man eben auch sagen, 1903 gegründet, diese Baracken. Bis in die 20er Jahre haben die ein bisschen vor sich hingedümpelt, es kam auch da der Erste Weltkrieg dazwischen. Aber in den 20er Jahren nahm dieses Krebsinstitut einen gewaltigen Aufschwung und es wuchs auch sehr schnell über diese Baracken hinaus. Und ich zeige Ihnen hier mal einen Artikel von 1929. Da sehen Sie sehr schön das Hauptquartier des Antikrebsfeldzuges. Und das war just hier dieses Institut in Berlin an der Charité. Hier wird er auch genannt, Ferdinand Blumenthal. Direktor des Berliner Instituts für Krebsforschung. Und wir haben das sehr im Detail untersucht in den letzten Jahren. Der Blumenthal war auf der internationalen Szene bekannt. Er nahm an Kongressen in Amerika teil, in Frankreich, Brüssel und war der führende Mann der deutschen Onkologie. Nur mal ein Beispiel hier, das ist aus einem der letzten Bücher. Hier sehen Sie also den Ferdinand Blumenthal aus Berlin, neben der Witwe von Paul Ehrlich. Paul Ehrlich ist 1915 gestorben, aber seine Witwe war noch bis zu ihrer Emigration, sie musste Deutschland verlassen, immer beteiligt. Und ansonsten eben viele berühmte Namen hier aus Paris, Regaud, nachdem der Regaud-Preis benannt ist, in der Strahlentherapie. Also dieses Bild stammt von 1932. Ein anderes Dokument, was leider in Deutschland nie angekommen ist, sozusagen das erste Who is Who in der Onkologie, 1933 erschienen, der internationale Kampf gegen den Krebs von einem französischen Autor, wie wir seit einem Jahr wissen, war er auch ein Jude. Und das mag der Grund sein, warum dieses Buch, fast 1000 Seiten dick, in Deutschland nicht besprochen wurde. Sie finden keine einzige Rezension.
Es ist, ich habe das extra betont, im Frühjahr 1933 erschienen. Und in diesem Buch werden alle Institute weltweit vorgestellt mit ihren Forschungsthemen. Und Deutschland steht da vom Umfang her an erster Stelle. Blumenthal hat hier auch mitgewirkt. Sie sehen hier ein Vorwort und 70 Seiten Kapitel über die deutsche Krebsforschung. Sie sehen, inzwischen ist das Institut auch hier umgezogen an den Robert-Koch-Platz. Das sieht heute noch fast so ähnlich aus. Zeigt Ihnen nur noch mal die Bedeutung zum dem Zeitpunkt, 33, aber schon im April, Mai, Juni 1933 kam die große Zäsur. Sie wissen alle, was ich meine. Ich kann das hier illustrieren an einem internationalen Kongress jetzt aus dem Jahr 1935 in Brüssel. Da waren natürlich die Deutschen auch wieder dabei. Präsident hier aus Brüssel, Stellvertreter Professor Blumenthal. Aber hier steht nun nicht mehr Berlin, sondern Belgrad. Also, Professor Blumenthal wurde 1933 entlassen und musste Deutschland verlassen. Und mit ihm fast alle Assistenzärzte. Wir wissen ungefähr 20 Namen von Krebsforschern, die also Deutschland entweder verlassen haben und emigrieren konnten. Wir haben auch einige, die dann das nicht mehr geschafft haben wegen ihres Alters und die dann umgekommen sind. Ja, das war eine Wahnsinnszäsur. Man kann fast sagen, eine komplette Niederlage, Zerstörung der Krebsforschung. Sie sehen, welchen Irrwitz das annahm. Die nächste große Veranstaltung war 1938 in Paris vorgesehen. Da nahmen mehrere Nobelpreisträger sogar teil. Eine Woche gegen den Krebs. Und ich fand dann bei den Vorarbeiten für unser Buch hier eine Korrespondenz zu diesem Kongress. Die lagert in Amerika in einem Archiv. Da wird also hier in der Korrespondenz zwischen Propaganda und Außenministerium wird gesagt, das Ganze ist ein Judenkongress in Paris. Und es gibt hier eine Anordnung aus dem Propagandaministerium. In der deutschen Presse soll die internationale Woche gegen den Krebs totgeschwiegen werden. Völlig totgeschwiegen werden. Das heißt, die Deutschen haben davon überhaupt nicht mehr erfahren. Und die Institute waren zu diesem Zeitpunkt schon am Ende und zum Teil geschlossen. Auch das Berliner Institut war definitiv zerstört. Das war 38. Und genau in dieser Zeit nun liegt die Gründung der Deutschen Hämatologischen Gesellschaft. Das konnte natürlich nicht mit normalen Dingen zugehen, möchte ich jetzt etwas salopp sagen. Schauen Sie, das ist ein Artikel von 1936. Das nahm ja ganz verrückte Züge an hier in Deutschland. Die Verklärung des Blutes. Parallel zu der Rassenideologie kam natürlich jetzt das arische Blut immer mehr in den Vordergrund. Leider ist das sehr verquickt mit der Entdeckung der Blutgruppen. Man glaubte nun auch in den Blutgruppen, an der Verteilung der Blutgruppen, die verschiedenen Rassen unterscheiden zu können. Das war ein ganz beliebtes Thema damals. Auf jeden Fall aber war das jüdische Blut mit Vorsicht zu behandeln. Zum Beispiel auch ausgeschlossen von Bluttransfusionen, mit denen man damals ja auch gerade erst anfing. Jüdisches Blut schied von vornherein aus. Also eine ideologische Befrachtung dieses Blutes. Heilig ist uns das Blut. Und 1937, in dieser Zeit, wird nun die Deutsche Gesellschaft für Hämatologie gegründet. Das begann mit einem sehr lauten Startschuss. Ich vergleiche das gerne mit der Olympiade 1936. Es wurden also Forscher aus dem ganzen Ausland eingeladen. Man machte eine große internationale Tagung. Die hieß ganz bewusst Blutforschertagung. Das war ja damals der Trend in Deutschland, alle Fremdwörter zu vermeiden. Auch so ein Wahn des Propagandaministeriums. Also die Blutforschertagung tagte in Münster. War ein Riesenerfolg. Das war ein Spektakel sondergleichen mit Fanfarenklängen und Umzügen und kostenlosen Busfahrten durch die Stadt Münster und Aufführungen in sämtlichen Kliniken in Münster. Also das war ein einziges Spektakel. Die Beobachter waren begeistert und geleitet wurde dieses ganze Spektakel von dem ersten Vorsitzenden der DGH, so nannte sie sich damals, Viktor Schilling. Er war auch schon in der Berliner Gesellschaft dabei 1908. Nun also gründete er 1937 die Deutsche Hämatologische Gesellschaft, aber schon laut Satzung natürlich klar, Juden hatten keinen Zutritt. Gerade die großen Namen, nicht? Paul Ehrlich, Hans Hirschfeld und viele, viele andere, mussten draußen vorbleiben, die wurden einfach negiert. Und es kam dann das bittere Ende, nicht 1944,
verstarb Hirschfeld in Theresienstadt. Er war dorthin deportiert worden mit seiner Frau. Und es gibt in Deutschland keinen einzigen Nachruf in dieser Zeit. Natürlich, wäre gar nicht möglich gewesen, sondern hier in New York diese Todesanzeige nun von Hans Hirschfeld. Das Verhängnisvolle ist, so schlimm wie diese Dinge natürlich an sich schon waren, das Schlimme ist, es war so schrecklich und peinlich, dass man auch nach dem Krieg nicht mehr davon gesprochen hat. Diese Namen und diese Verdienste dieser Forscher waren ein für alle Mal jetzt, zumindest für die Nachkriegsjahrzehnte, nicht mehr aussprechbar. Ein ganz schlimmes Beispiel, finde ich, wo das einem wirklich entgegenspringt, zeige ich Ihnen mal hier. Da sehen Sie das erste Handbuch der allgemeinen Hämatologie. Das war das erste Handbuch überhaupt zu dieser jungen Disziplin. Das heißt, wo nun auf mehreren tausend Seiten alle oder verschiedenste Forscher ihr Wissen zusammentrugen, darunter auch schon, wie Sie hier sehen, Moment, wo haben wir ihn? Hirschfeld, Hallmeier, hier, Ludwig Hallmeier, jener, der war in der Ausgabe von 1932, 33, das waren immerhin vier Bände, war er schon dabei, Handbuch der allgemeinen Hämatologie von Hirschfeld und Anton Hittmeier, einem österreichischen Kollegen. Nach dem Krieg, beginnend in den 50er Jahren, gab es eine erweiterte und neue Auflage im gleichen Verlag mit dem gleichen Titel. Auch Herr Hittmeier ist wieder dabei, aber an erster Stelle steht jetzt Ludwig Hallmeier. Und in diesem ganzen siebenbändigen Werk finden Sie nicht mal in einer Fußnote oder in einer bibliografischen Notiz des Verlages den Hinweis, dass Hans Hirschfeld leider inzwischen nicht mehr ist. Er war einfach nicht mehr da. Also das ging bis 1970. Der letzte Band erschien 1970 im Todesjahr von Hallmeier. Das war das große Schweigen, das große Tabu in der Nachkriegszeit und das hat nicht zuletzt dazu geführt, dass wir bei den späteren Jubiläen, also jetzt 70, 80 Jahre DGHO, gerade uns um diese Zeit kümmern und diese Zeit aufarbeiten. Viel entscheidender aber, und das ist, komme ich jetzt in den letzten Schwung meines Artikels nochmal zur Onkologie, während dieses Krieges ist natürlich in der Onkologie etwas ganz Entscheidendes passiert, nämlich der erste erfolgreiche Durchbruch einer medikamentösen Behandlung von Krebs. Und zwar, Sie kennen diese Geschichte vielleicht aus Darstellungen, 1942 wurde das Senfgas wiederentdeckt, man hatte es ja im Ersten Weltkrieg eingesetzt und man wusste, dass es die Leukozyten herabsetzt. Das hatte man 1918 schon beobachtet in Flandern beim Giftgas. Und das wurde nun wiederentdeckt 1942 und es kam dann, weil es unter Geheimhaltungspflicht war, 1946 wurde es publiziert, wir haben ein Medikament gegen Lymphome und Leukämien, das Senfgas. Das war sozusagen der Startschuss der modernen systemischen Tumortherapie. Jetzt ist aber die Frage, die man sich stellen muss, diese Botschaft ging natürlich um die Welt, aber wo kam sie an? Eine Entschlüsselfrage für die Situation in Deutschland. Wollen wir uns das einmal kurz klar machen? Wenn Sie sich das Buch von 1933 nochmal anschauen, da tauchen hier mehrere Namen auf. Zum Beispiel hier Gustave Roussy oder hier Roffo. Ja? Und wenn Sie sich heute die Situation angucken, hier gibt es in Buenos Aires ein großes Krebsinstitut, modernstes Krebsforschungszentrum, Angelo Roffo. Oder noch bekannter, das Gustave Roussy Institut in Paris. Sie sehen, da ist eine Kontinuität. In all diesen Ländern gab es durchgängig durch den Krieg und alle Jahre danach Krebsforschungszentren, die bis heute sozusagen den Motor bilden der Krebsforschung. In Deutschland hingegen gab es nichts mehr. 1945 war alles platt. Und erst in den 60er Jahren begann dann in Heidelberg dieses Krebsforschungszentrum und in den 70er Jahren fingen Einzelne an. Also es gab keine zentrale Krebsforschung mehr nach dem Krieg. Die einzigen, die sich nun um dieses neue Medikament kümmerten, das waren die Hämatologen. Sie sehen hier Ludwig Hallmeier in Freiburg. Er war ja der große Führer der deutschen inneren Medizin. Sicher zu Recht, er hatte große Verdienste, hat mehrere Universitäten begründet und war also im In- und Ausland bekannt.
Und er griff das auf damals mit dem Giftgas und hat als erster nun die Zytostatika hier in Deutschland ausprobiert, darüber publiziert. Er schuf auch den Begriff Zytostatika überhaupt. Er hat sie nicht entdeckt, natürlich, das kam wie Kunde aus Amerika, aber er hat diesen Namen eingeführt. Und er war sozusagen einer der großen Pioniere und er ist ja dann in unserer Gesellschaft ganz wichtig gewesen. Er war der Hauptmotor der DGHO und wurde später hier Ehrenpräsident und in Deutschland. Aber was ich sagen will, die Kunde von den Zytostatika landete bei den Hämatologen und dort blieb sie auch. Denn die richtigen Onkologen in dem Sinn gab es nicht, sondern es war im Grunde genommen wie in den 20er Jahren, es gab vereinzelt Chirurgen, es gab hauptsächlich Frauenärzte, die sich des Krebses annahmen und vielleicht ein paar Strahlenärzte, aber es gab keine Onkologie als Fach. Ein Fanal war dann in den 70er Jahren, 1975, ich habe also 1974 angefangen zu studieren, da gab es das Wort Onkologie eigentlich noch gar nicht. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich damals Onkologie auch nur gehört hätte. Und dann 1975 war dann das Fanal hier, eine Denkschrift, wo einige berühmte Internisten und ein Strahlentherapeut, hier vor allen Dingen C.G. Schmidt, berichteten, Mensch, in Amerika, wir kommen aus Amerika zurück, da gibt es Medical Oncology als Fach und es gibt riesige Institute in New York und sonst wo. Und nur in Deutschland dümpelt hier die Krebsforschung vor sich hin. Wir müssen endlich was tun und wir müssen die medizinische, internistische Onkologie voranbringen. Denn es geht nicht nur um die Leukämiebehandlung und Lymphombehandlung, sondern man kann auch andere, zum Beispiel im Gastrointestinaltumoren, mit Zytostatika behandeln. Und dann kam für die DGHO ein konsequenter Schritt. Sie sehen 1977 also eine unmittelbare Reaktion auf diese Diskussion. 1977 entschloss sich der Vorstand der DGH, der Deutschen Gesellschaft für Hämatologie, das O hinten dran zu hängen, DGHO, und glaubte damit sozusagen die gesamte systemische Therapie mit einem Schlag für sich reklamieren zu dürfen. Das hat im Anfang sehr viel Unmut erregt, es gab viele Turbulenzen, denn natürlich fragten sich zum Beispiel die Internisten, die Darmkrebs behandelten oder auch vor allem die Urologen mit dem Prostatakrebs, was haben wir denn mit der Hämatologie gemeinsam, nicht? Was soll denn diese Mischung? Wir haben von Hämatologie natürlich keine Ahnung. Und wie kommen die dazu? Also das war eine harte Zeit, viele Auseinandersetzungen. Und es beginnt also hier 1977, also genau in der Halbzeit hier unserer Gesellschaft. Und Sie wissen alle, seit dieser Zeit ist natürlich die systemische Therapie rasant vorangeschritten. Und heute kann man mit einer guten Berechtigung sagen, dass das Fach medizinische Onkologie tatsächlich nun in die Hand von Spezialisten gehört, die hauptsächlich eben internistisch ausgerichtet sind. Was ich aber damit sagen will, das ist ein eigenes Thema, ja, die Entwicklung nun dieses Fachgebiets. Aber um Ihnen das nochmal klarzumachen, wenn Sie im Ausland sind, dann werden Sie sehen, in den umliegenden Ländern gibt es beides, die Hämatologie und die Medical Oncology. Nur in Deutschland und Österreich gibt es diese Kombination Hämatologie-Onkologie. Und das hat eindeutig historische Wurzeln. Und ich hoffe, das habe ich Ihnen ein bisschen klar machen können. Das kam einfach durch den Einschnitt des Dritten Reiches. Es gibt keine kontinuierliche onkologische Forschung. Und deswegen kommt es zu diesem Konstrukt. In anderen Ländern ist es zum Teil, hier oben ist es eben mehr die Strahlentherapie, die auch traditionell in den nordischen Ländern stärker die Krebsforschung trug. Bei uns ist es eben hier die Hämatologie-Onkologie. Und so kommt es also dazu, dass Sie jetzt hier sitzen und hoffentlich alle eine Karriere machen in Hämatologie und medizinischer Onkologie. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg dabei und danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Mhm.